Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warships zusammen mit eurem Rio. Und ich bin nicht alleine, der liebe Aikaramba ist wieder mit dabei. Hallo. Hallo zusammen. Ich spiele die Wakatake und Andy spielt die Aurora. Ich habe so ein kleines Problem mit Türmen und ich dachte mir, man kann nicht genug haben. Genau das richtige Schiff genommen. Ja, das ist wohl wahr. Da hätte ich dir die St. Louis eher zugetraut. So, mein Plan, in die Mitte fahren, Torpedos abschießen, wegfahren. Hat die St. Louis noch mal mehr als die Aurora? Weil 14, ich wüsste gar nicht mehr, wo die noch... Die hat schon 14. Ja, ich glaube, die St. Louis hat noch 2 oder 3 mehr. Ich weiß krass. Nicht genau. Ich glaube, die St. Louis hat 16 oder so. Ich bin mir nicht sicher. Schon übertrieben viel. Ja. Wakatake, ein Zerstörer, habe ich, glaube ich, bisher noch nicht gebracht. Seit dem Release bzw. Open Beta. Ich erzähle ja immer ein bisschen was zu den Schiffen normalerweise. Zur Wakatake gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Allgemein bei Zerstörern gibt es nie so besonders viel zu erzählen, weil Zerstörer sind meistens Massenware gewesen. So gab es von der Wakatake, glaube ich, auch fertiggestellte 8 Schiffe oder so von der Wakatake-Klasse und geplant waren um die 20. Und ja, war halt auch so Zweiter Weltkrieg-Einsatz. 20 bis Ende Zweiter Weltkrieg, so in dem Dreh, kann man sagen. Das vielleicht so als kleine Info nebenbei. Immer schön zu wissen. Bin da ja selber so. Also, ich muss mich ja sagen, ich belese mich ja immer erstmal davor, weil gerade die Zuschauer von World of Warships, die sind ja dann immer so gern, sobald so ein falsches Wort kommt, so von wegen, hey, du hast da das und das gesagt, das war voll falsch. Und deswegen, ich belese mich immer dreimal, bevor ich eine Aussage treffe. Ja. Deswegen in dem Fall Wakatake kenne ich vom Spiel, aber kann nichts dazu sagen. Also wirst schon recht haben. Deswegen mache ich übrigens auch so ungern Guides, weil auch bei Guides so, du brauchst nur so, hey, ja, der Turm hat 185 Schaden oder Durchschlag oder Armor und sofort kommt irgendwas, wenn was falsch ist. Ach ja, sicher triffst du mich sofort. Du lästiger. Also der kommt da zwar richtig lang, aber ich kann ihn noch nicht beschießen. Wuhu. Ausgewichen. Nochmal getroffen. Oh, da habe ich jetzt bisher was rausgeschossen. Ausgewichen. Sag mal, warum geht denn der so übelst auf mich los? der war sehr, sehr mad. Also ich habe auch auf den direkt geschossen und auch gleich mal 3000 Schaden gemacht. So. Ja, ich bin schon wieder entdeckt. Also, was ist denn hier los? Was jetzt ist Samson, die mich entdeckt hat? Ich weiß es nicht. Die Samson treffe. Ah, nee, dummerweise nicht. Ich werde trotzdem noch voll drauf zufahren. Ja. Ja, so ein paar Schiffe, da gibt es gibt tatsächlich auch Schiffe, wo ich mich mir ein bisschen was anlese, wo ich mich drüber informiere. Bei der Wakatake war das jetzt nicht der Fall. Ja, deswegen weiß ich nicht die genauen Zahlen, aber ich weiß, dass davon ein Haufen, also ich habe mir die schon mal durchgelesen, das ist schon mal ein bisschen länger her, aber okay. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es ein paar gab, die produziert wurden und dass es einen Haufen mehr gab, die geplant wurden. Und so war das bei Zerstörern, ist es üblicherweise so gewesen, dass es davon einfach einen Haufen gab, wie war das Massenware. Und bei Schlachtschiffen ist das ja mal ein bisschen was anderes, das sind aber so Ikonen gewesen. Also es gibt nur zum Beispiel die Tirpitz und die Bismarck, ja, sind so typische Ikonen, davon gibt es ja dann in der Form nur 2 wirkliche Schiffe. Und die gelten immer so für sich alleine, weil das ja immer so eine große Kunst war, so eine riesengroßen Schiffe zu bauen. U-Boote waren ja auch Massenware. Die hatten ja dann eigentlich gar keinen Namen mehr. Die sind einfach nur noch U-518, U-612. Das stimmt, ja. Immer ganz witzig. Und Kreuzer, gerade die schweren Kreuzer, die waren dann auch immer noch so ein bisschen, nicht ganz so krass wie die Battleships, aber die waren dann auch immer noch so ein bisschen einzigartiger, sag ich mal. So, da ist jetzt eine andere Wakatake. Da kann ich nicht auf die Kawache gehen. Wenn die Wakatake da so doof steht. Weil die macht mich sofort auf. So.
Aber die hängt fest, oder was? Ja, dann kann ich jetzt auch schießen. Na, jetzt ist er ja eh schon. Als gefühlt schnell alle viel, viel schnell down. Ich versuche mal auf die Kawari noch zu gehen, dass ich zumindest noch ein bisschen Schaden verursachen kann. Ja, würde ich jetzt Kamikaze-mäßig drauf fahren. Fahrst du die richtige Nation? Ja, fahre ich jetzt auch Kamikaze-mäßig drauf. Ich mache jetzt sogar noch meinen Speedboost an, dass ich noch schneller rauffahren kann. Also richtig, richtig gute Kapitäne würden ja versuchen zu rammen. Mit einem Zerstörer. Hauptsache Schaden. Hauptsache Schaden. Oh, ich bin noch nicht. Doch, jetzt bin ich entdeckt. Mache ich aber auch mal den Nebel an und drehe mich in meinen Nebel rein. Ah, meine Torpedos kommen eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht trifft da was. Ich würde es dir vergönnen. Ja, wobei. Nee, die gehen vorbei. Dummerweise. Ah, so ein Jammer. So ein Jammer. Aber es leben ja noch mehrere Battleships. Ja, kann hier auch gerade nicht richtig drauf schießen, weil die Kawari fährt voll auf die. Also unsere Kawari fährt voll auf die gegnerische drauf. Irgendwie. Die rammt die. Lol. Nee, doch nicht. Kriegt er nicht hin. Das ist noch hinbekommt. Aber da hinten ist noch eine South Carolina, die ist noch relativ voll. Dann fahre ich auf die drauf. So. Boah, die hat jetzt auch nicht mehr so viel Fleisch. Die Samson hat da gut zugelangt. Kann man nicht anders sagen. Hey, hier hat der Gegner keinen leichten Stand gehabt, muss man sagen. Nee. Alle ziemlich schnell geplatzt. War nicht so besonders spannend. Ah, geht. Die stirbt. Stirbt leider ein bisschen zu früh. Gar nichts mehr von ab. Ja, ich bekomme jetzt hier schon noch ein bisschen was ab. Hat jetzt hier ein bisschen Glück. Das ist ja auch immer so bei World of Warships, dass man einfach teilweise nur in die richtige Richtung fahren muss, dass man entweder Glück hat mit dem Damage oder halt scheiße Pech. Und mir trifft wohl letztes gerade zu. Bin von der scheiße Pech-Fraktion. Dass der da direkt ja noch eine bei dir. Ja, der wollte wahrscheinlich gerade Torpedos auf mich abschießen. Und hier habe ich noch einen AFKler, nehme ich natürlich auch noch mit. Ich werde aber irgendwie meine Torpedos rein. Ich bin mein Torpedo noch reingefahren, der Kollege. Nice. Sehr, sehr kurze Runde, aber muss sagen, habe ich doch noch ein bisschen was an Schaden machen können. Leider gar nicht.
Ne, also am Schluss, und das ist halt wieder das Thema, da hatte ich echt Glück, dass mir der Gegner so ein bisschen vor die Nase gefahren ist und ich da einfach farmen konnte. Deswegen habe ich dann doch noch 34.000 Schaden gemacht, was ich jetzt für ein Tier 3 gar nicht so schlecht finde. Nee, das ist anständig. Das ist wirklich okay. Ja, Ryu, war kurz. Tut mir sehr leid, dass du da drüben so wenig Action hast. Ja, auch. Vielleicht beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr. Genau. Also, tschüssi. Tschüss.